Leute, KIZ sind zurück und sie sind auf Kuschelkurs. Du bist mehr als nur ein Fan, stehst in meinem Testament. Du bist mehr als nur ein Fan, hast dir mein letztes Hemd. So richtige Schmusekatzis. Warum KIZ nach 20 Jahren Tabubruch und Fick deine Mutter-Rap immer noch krass erfolgreich sind und wie sie es mit Rap über Hass an die Spitze der globalen Neuveröffentlichungscharts bei Spotify geschafft haben, das seht ihr jetzt. Ganze 6 Jahre haben sich Maxim, Tarek und Nico von KIZ für ihr neues Album Rap über Hass Zeit gelassen. Schon lang, oder? Wir sind Künstler. Du hast auf uns zu warten, du hast bereit zu sein für uns. Und wenn wir sagen, es ist angerichtet, dann hast du aufzuessen. Okay, wir haben verstanden. KIZ bleiben KIZ. Wütend, exzentrisch, provokant, aber eben auch voll mit gewohnt grenzwertigem Humor und Selbstironie. Eben Rap über Hass. Dinge, die einige Fans auf dem vorherigen Album Hurra, die Welt geht unter vielleicht ein bisschen vermisst haben. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten, seit wir Nestle von den Feldern jagten. Schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Auf Hurra, die Welt geht unter waren KIZ politisch konkreter, musikalisch experimenteller und manchmal sogar ein wenig ernst. Ja, also ernster, als man es bisher gewohnt war. Sie haben nicht nur abgerissen, sondern auch zum ersten Mal gesagt, was nach dem großen Knall kommen könnte. Quasi bisschen KIZ-Utopie. Naja, und das führt halt dann auch zu sowas. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand, wenn ich mit Rap dann mit der Pumpgun! Henning May rührt eine Line von Maxim, der wiederum Haftbefehl zitiert, auf einer Fridays for Future-Demo. Sachen gibt's. Das scheinen die Kannibalen in Zivil selber dann doch ein bisschen scary gefunden zu haben, denn sie machen auf den ersten Singles von Rap über Hass klar. Nico Seifi, Mr. Lobo. Ich mache Mucke für Kippenstopfer, ich fick den Vater, du Stricher, Tochter und dich danach noch im Triple Bop. KIZ sind mit dem zurück, was KIZ groß gemacht hat. Stumpfe Beats in die Fresse, geschmacklose bis harte Texte, Hooks für den Moshpit, alles, was sich Fans der ersten Stunde wünschen dürften. Ich find's schön, dass dieses Album jetzt so, nicht komplett, aber auch so in die Fresse gibt und sich jetzt nicht darum schert, ob das auf der nächsten Fridays for Future Demo gespielt wird. Auch wenn ich mich freue, dass Hurra, die Welt geht unter da stattfindet. KIZ sagen, hey Leute, wir sind wieder da und wir sind immer noch so extrem wie früher. Nehmt uns, wie wir sind. Dass sie dabei auch die neuen Fans vor den Kopf stoßen könnten, ist ihnen egal. Du bist mehr als nur ein Fan. Letzte Woche verkündete Spotify, dass Rap über Hass die global meistgestreamte Neuveröffentlichung war. Und das, obwohl die Songs null für Streaming optimiert sind. Warum das trotzdem durch die Decke geht? KIZ haben ihre Erfolgsformel perfektioniert. Ich bin kein Sexist. Ich ficke euch alle. Erstens. KIZ checken und lieben ihre Fans, aber sie erwarten von ihnen auch eine große Portion Selbstironie. Ich sitze am Sterbebett von meiner Mutter. Mom, ich muss los. Warum? Ein KIZ-Fan ist gerade in Not. Das Bierchen alle, was zu knabbern? Na klar, kann ich holen. Sonst noch war's kein Problem, ich bin da für dich, Bro. Sorry, Dicker, wusste nicht, dass du Autotune nicht gut findest. Sag mal bitte, ob die Drums für dich cool sind. Wissen, was die Fans wollen, aber sie gleichzeitig dissen. KIZ kennen ihre Fans besser als die, sich selbst. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, zu unterscheiden, was der Fan will und was der Fan braucht. Und wir wissen einfach wirklich, was der Fan, was der tief in sich will. Weißt du, ganz tief in sich. Also du klingst wie ein Sektenführer gerade, das weißt du, ne? Und das bringen wir den Leuten. Weißt du, die sind dieser Moment, dass sie erstmal so sind, nein, ich will das nicht. Und dann merken sie, scheiße, genau das hat gefehlt. Das war das Puzzlestück in meinem Leben, das irgendwie gefehlt hat. Zweitens, sie wissen, was sie können und sie machen, was ihnen Spaß macht. Die eigene Inszenierung als abgehobene Künstlertypen, der derbe Humor, die Provokation, die krassen Live-Shows, alles, was sie tun, zahlt auf die Marke KIZ ein. Du, ich mache Party, ja.
Sie orientieren sich nicht an Zeitgeist und aktuellen Trends. Sie haben ihren eigenen, unkopierbaren KZ-Stil geschaffen, von dem sie nicht abrücken wollen. Sie feiern sogar das Unzeitgemäße. Die Hook hier, zitiert zum Beispiel diesen Klassiker. Und die Hook von Rap über Hass zitiert einen alten Frauenarztpart. Rap über Sex, das ist mein Gebiet. Ich rappe über Sex in fast jedem Lied. Rap über Hass, das ist mein Gebiet. Ich rappe über Hass in fast jedem Lied. Was sie von zeitgemäßer Musik halten, zeigen sie auch mehr oder weniger deutlich im Video zu VIP in der Psychiatrie. Sie sind die Antithese zum inhaltsleeren Drip und Vibe. Champagne, Fontaine, Rolls Royce, Emblem. Meine Schreibmaschine hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Kommen wir zu drittens. Sie sind eine Band der Gegensätze. Sie sind albern und ernst, tiefgründig und oberflächlich, politisch und banal, gut und böse. Sie stehen für linke Moral und Werte, wollen aber keine Vorbilder sein, sind nicht politisch korrekt. Ich halte halt nichts von diesem Konzept Vorbild. So, ich finde Vorbild, das ist immer dieses Bild. Ich stehe jetzt in der Öffentlichkeit und die Menschen sind alles irgendwelche Ratten, die mir alles nachahmen oder so, weißt du? Und ich halte die Leute nicht für Ratten so. Ich finde es auch nicht interessant, Vorbilder zu haben, denen man einfach alles nachmacht und so. Das will ich den Leuten gar nicht angewöhnen, falls sie es machen. So, da will ich gar nicht Teil von sein. Die sollen sich selber überlegen, ist das korrekt, was ich da erzähle? So, macht das Sinn? KZ sagen oberflächlich menschenverachtende Dinge, aber wichtig ist, was sie zwischen den Zeilen meinen und wen sie damit treffen. Die moderne Popkultur braucht Charaktere in dieser Grauzone, wie zum Beispiel Deadpool oder Harley Quinn. Als Gegenentwurf zu unserer schwarz-weiß gestrickten Social-Media-Welt, wo man sich zu allem sofort zu positionieren hat, wo alles gleich richtig oder falsch sein muss. Mit KZ muss man sich eben beschäftigen. Silvester mach ich Gulasch aus abgesprengten Fingern, amputiere mir das Bein mit der elektronischen Fußfessel. Was? Ran meine Zunge 2 Meter in deine schwulen Fresse. Immer mit. Geil! Ich bin ein gottloser Hund, ich reiß dein Schädel ab und scheiß in dein kopflosen Rumpf. Man kann sich natürlich schon fragen, wie KZ es schaffen, mit solchen Lines 2021 Erfolg zu haben. Sie haben sich in den letzten 20 Jahren das Standing erarbeitet, mehr sagen zu dürfen als die anderen. Trotzdem, die Zeiten haben sich geändert und heutzutage wird eben heftiger darüber diskutiert, was gesagt werden darf. Die Line, ramm meine Zunge 2 Meter in deine schwulen Fresse, ist wieder so ein KZ-Gegensatz. KZ verurteilen Homofeindlichkeit und das nicht erst seit gestern. Trotzdem tun sie das hier mit einem krass schwulenfeindlichen Ausdruck. Es ist aber was anderes, wenn Tarek sowas in einem Song sagt, als Prinz Markus von Anhalt bei Promis unter Palmen. Ey, besser, ich habe mit meinen Kindern Sex, als du kennst ein Wildfremder aus dem Internet. Besser, ich habe mit meinen Kindern Sex, als ein Wildfremder aus dem Internet. Ist absolut geschmacklos, keine Frage. Doch das Ganze hat einen klaren Sinn. Die Abgrenzung und die Entlarvung bestimmter Weltbilder. Genau so funktioniert der KZ-Hass. Erstens, er wird gerecht verteilt. Zweitens, mit der Pumpgun, nicht mit der Schreckschusspistole. Und drittens, immer mit dem Motto, politisch unkorrekt gegen die politisch Unkorrekten. KZ sortieren mit solchen Lines systematisch die Leute aus ihrer Fanbase aus, die sie nicht haben wollen. Maxim erklärt das im Zeit-Interview so. Das sind Selbstzerstörungsmechanismen, die wir eingebaut haben, um nicht vereinnahmt zu werden. Die gleichen Leute, die sonst selbst Gewalt gegen Frauen relativieren, ticken bei diesem Thema völlig aus. Diese richtigen Männer, die jede Brutalität akzeptieren in unserer Gesellschaft, außer diese, die sollen sich bei uns auf keinen Fall sicher fühlen. Ich ficke euch alle! Alle! Eben. Jeder wird gefickt. Ohne Ausnahme. Was 2021 anders ist, KZ sind bereit, sich zu erklären. In Interviews äußern sie sich auch mal offen und ehrlich über ihre Motivation, ohne, wie früher, in ihren Rollen zu bleiben. Sie spielen nicht mehr stur die arroganten Skandalkünstler aus ihren Songs, die die Grenzen des Sagbaren konstant und absichtlich überschreiten. KZ wissen, dass sie am öffentlichen Diskurs über ihre Kunst teilnehmen müssen, vor allem, um sich nicht instrumentalisieren zu lassen, egal von welcher Seite. Zum Beispiel von der AfD, im Anschluss an das Wir sind mehr Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit in Chemnitz. Denn natürlich müssen wir darüber reden,
dass der Bundespräsident persönlich eine Veranstaltung empfiehlt, auf der Sänger grölen, wie gerne sie wörtlich Messerklingen in Journalistenfressen rammen. Wie gern sie sich an brennenden Deutschlandfahnen wärmen und christliche Bibel ins Feuer hinterherwerfen. Wie gerne sie, hören Sie doch zu, Frau Göring-Eckardt, wie gerne sie schwangere Frauen in den Bauch treten und sich dann an der Fehlgeburt vergehen. Das ist so gewaltverherrlichend, das ist so deutschfeindlich, das ist so christenfeindlich. Danke für das schöne Album-Intro, Bernd. Gleichzeitig wissen KIZ trotz aller kreativen Wortspiele aber auch, dass ihre Songs tatsächlich Menschen verletzen können. Doch das nehmen sie in Kauf, wie Maxim den Y-Kollektiv erklärt hat. Wenn ich halt selber nicht drüber lache, dann rappe ich es halt nicht. Aber es ist nicht irgendwie, dass ich mir die Frage stelle, ob das jetzt... Ich weiß, dass das irgendjemand verletzt. So. Man kann über alles lachen, nur nicht mit jedem. Im Zeit-Interview erläutert das Maxim noch mal genauer. Ich würde niemals jemandem absprechen, verletzt zu sein von dem, was wir sagen. Ich finde das selber grauenhaft, was wir rappen. Das halte ich für eine unglaubliche Frechheit, jemandem zu sagen, du hast kein Recht auf deine Verletztheit. Jeder hier sagt, ich bin sympathisch und nett. Ein Gysi auf der Straße und ein Stalinebett. Aber was meint ihr? Holen euch KIZ auch 2021 noch ab? Oder hat sich die KIZ-Formel ein bisschen abgenutzt? Schreibt's mir in die Kommentare. Jetzt wär's schön, wenn ihr noch über den Like-Button streichelt. Oder ihr... Bring mir den Kopf von Julian Reichelt. Natürlich Spaß, ich nehme lieber das Like. Und wenn ihr schon da seid, lasst auch gerne noch ein Abo da. Hier geht's zur Musikanalyse über eine weitere Berliner Rap-Crew namens Rapcar. Sonst danke fürs Zuschauen, ciao, bis nächste Woche.